Raum, ihr glaubt es kaum. Wir sind jetzt in der Nähe von Viergas. Und hier haben wir den Barranco de Azuraje. Und wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem sogenannten Lost Place. Und wenn wir das richtig machen sollten, werden wir irgendwie da unten langlaufen und auch dann durch diesen, ja, durch diese Brücke unten drunter. Und ja, mal gucken, wo es uns hinführt. Jetzt gehe ich einfach mal weiter und schau mal, ja, was uns hier erwartet. Wir sind, wie gesagt, auf dem Weg zu einem sogenannten Lost Place. Und dann schauen wir mal, ob wir da in irgendeiner Form weiterkommen. Scheint ein Wanderweg zu sein. Könnte sein, dass wir noch ein bisschen laufen müssen und uns hier weiter in ins Tal bewegen müssen. Das bedeutet, es war eigentlich mal ein Kurhotel. Und dort waren Heilbäder. Und ich will nicht sagen, es war eine Heil- und Pflegeanstalt. Das hört sich immer so komisch an. Aber man hat dort auch Menschen gehabt, die vielleicht nicht ganz gesund waren und die man dort dann eben halt auch gesund gepflegt hat, obwohl es ein Kurhotel war. Und 1938, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde das Ganze dann auch geschlossen. Dann gab es das auch nicht mehr. Schaut mal, was uns hier erwartet. Das ist schon der Hammer. Jetzt mussten wir hier solche kleinen, ja, Unwegsamkeiten überqueren, was ein bisschen schwierig war, aber wir haben es geschafft. Ich schaue noch mal eben nach oben. Wir sind mit Klaus, sind wir jetzt hier in einem Tal. Das ist gewaltig hier. Alles schön zugewuchert, grün ohne Ende. Wir haben hier vorhin die Frösche quaken gehört. Auf Gran Canaria gibt es Amphibien. Wie geil ist denn das? So, mein Mullemaus, die muss jetzt hier einen kleinen Parcours schaffen. Nee. Anja, ganz da üben. Antje, immer noch. Antje, ganz da üben über die Steine. Da haben wir eben gemacht. Kommst du trockenen Fußes, kommst du darüber? Nee. Ja, den nehmen wir mit. Das geht. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, ja, ja. Guck mal, war doch einfach. So, ja, also es ist schon gewaltig. Da kommen auch schon die Nächsten da oben. Und das ist schon eine geile Location hier. Da ist nochmal eine Pfütze. Ja, mal gucken. Mal schauen. Bestes Schuhwerk. Oha. Ja, jetzt wird's interessant. Doch, da sind Steine. Ja, ja. Es ist schon lustig. Achtung. Einmal da. Einmal da, einmal da und einmal hops. Ja. Nein, ist nicht rutschig. So, dann einmal hopp, einmal hopp, einmal hopp. Nicht. So, komm. Un momento. Der muss dichter kommen. Noch dichter? Ja, das ist nur blöd. Komm her, jetzt auf den Stein. Ja, jetzt auf den Stein. Kann ich nicht. Doch. Nein. Doch. Hobby. Ja. Geschafft. Prima. Strada. Entraron aquí en el coche. Ja, ja, ja. Ya fueron para arriba.
No, 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 no. Pues también hay que ir a ver. ¿Ya? Sí, sí. Oh. Es mejor, mejor. Ah. Es un sitio... Más beautiful, arriba. Pero mira, es poquito tiempo. Das ist schon urig hier, oder? Das ist wie Urwald. Ist das toll. Und da läuft Wasser. Da läuft eine ganze Menge Wasser. So wie sich das anhört. Ich komme da jetzt nicht so dran. Aber dadurch, dass hier so viel Wasser ist, ist das hier auch so irre grün. Wir schauen uns das nachher mal. Oh, pass auf, pass. Ja. Hier ist dann auch was gebaut worden mal. Das scheint aber etwas neueren Datums zu sein, weil das Bitumensteine sind, ne? Oder Ytongstein. Oder was ist das? Das sind Zementsteine. Zementsteine, also doch schon etwas älter. Da oben sind wir eben rübergelaufen. Guckt euch das mal an hier. Das ist riesig. Das ist riesig. Da kannst du mal eben vorgehen, dass man mal so in etwa das Gefühl hat, wie groß das überhaupt ist. Das ist riesig groß. Das ist ein... Das ist Wahnsinn. Das ist alt. Nein, das waren da unten, das war alles richtig. Und ich habe es ja auf dem Satellitenbild, habe ich es ja auch gesehen. Ja, ja. Das geht dann eben halt diesen langen Wanderweg hier runter. Dann gibt's den langen Wanderweg wieder zurück. Ich finde das hier toll. Ob wir unser Ziel erreichen oder nicht, ich finde es hier toll. Da wachsen sogar auch Bananen. Da bei der Kleinen. Nee, das sind aber Papaya. Das ist keine Papaya, das sind Bananen da. Die hier? Nein, geradeaus, ja. Über dem Vertrockneten. Also Google Maps würde ich jetzt mal, aber das ist keine Chance. Nein, es ist... Hier ist empfangstechnisch gerade nicht so toll. Darum, Klaus, lieber aufpassen. Denk dran, wir sind in einem gewissen Alter. Ja, ich habe gerade so... Wo wir uns eher die Knochen brechen. Ich wollte gerade so... Ja. Ja. Also ich hab... Wolltest du mal sagen? Ja. Dann ruf doch mal die Google-Mappe auf. Soll ich da googeln? Ja. Wo wir jetzt gerade sind und wenn du das vergrößern kannst, ob du dann die Location dann... Ob du die Location dann siehst.
Da ist der Bus. Ja, das ist. Ja. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Was für Blüten. Der ist zugewachsen mit dieser, ich weiß gar nicht, ist das eine Bougainvillea? Alter. Ja. Ja, dann ist es doch. Mein Pünktchen ist da. Ja. Ja. Und? Weiter unten? Ich kann das nicht sehen. Hier, da ist unser Pünktchen. Ja. Kannst du mal auf das Satellit machen? Kenn ich. Nee. Was musst du machen? Du müsstest als erstes, wenn es das besser sieht. Du musst einen Helm setzen. Ich will das aber nicht. Ja, ich weiß schon, aber nur das. Doch, ich hab's mir mehrfach auf Inaire App angeguckt. Aber schau mal hier. Ja. Wir laufen jetzt aber. Da oben ist die Straße, wo wir parken. Ungefähr. Und das hier ist auch äußerst interessant. Hier liegen Wurzelstücke. Von den, denke ich mal, Sukkulenten, die gerade hier blühen und dann hier runterfallen oder wie auch immer. Interessant. Da oben auch alles voll mit Höhlen. Ja, komm, Kinas, lass uns weiter. Ja, es macht jetzt eine Linksbiege hier. Ja, ja. So, und das kann dann sein. So. Klaus und ich, wir haben jetzt festgestellt, dass wir wohl in die falsche Richtung gelaufen sind, obwohl sehr schön war. Das, ja, traumhaft, wunderbar. Aber gut, dann laufen wir das Stück hier zurück. Es war auf jeden Fall ein Erlebnis hier, ein schöner Spaziergang. So etwas sieht man ja nur auch sehr selten. Und den Rückweg werde ich jetzt natürlich nicht filmen. Ich filme dann weiter, wenn wir von unserem Ausgangspunkt weiterlaufen in die andere Richtung. So, wir haben jetzt wieder unseren Ausgangspunkt und sind jetzt in die andere Richtung gelaufen. FPV-Doc, das hättest du auch sagen können. Aber gut, das war ein wunderschöner Spaziergang und wir geben die Hoffnung ja nicht auf. Und dementsprechend sind wir dann, denke ich mal, auch gleich da. Holla die Waldfee. Da hätten wir uns so einige Meter sparen können. Aber trotzdem, schön war's, gell? Auf alle Fälle, es war sehr schön. Ich habe noch nie so viel Natur gesehen. Ja, guck mal. Dass hier Leute wohnen. Und da geht's schon los. Da geht's schon los mit den Schmierereien. Ja, jetzt erkenne ich das hier auch wieder. Ach ja, na gut. Shit happens, sagt man da immer zu. Ne? Ja. Jeder kommt dann auf das dritte Video. Wir haben es gerade überhaupt nicht geschafft. Ja. Ja, warum hört man nicht auf die Spanier? Du, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ne? So, da ist ein Wasserauffangbecken.
Ja, macht doch nichts. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so ist, was du gedacht. Doch, komm mit. Ja. Ja. Schau mal nach links. Hey, die sind das Band. Ja. Und hör mal die Frösche. Lautfrösche. Vorbeigehen. Da ist ein Gitter, da kommt man also nicht rein. Das wissen wir schon. Ach, hier sind sie ja alle, die Kleinen. Da ist einer. Ja, da ist er. So ein kleiner Kerl macht Krach, da ist er irre. Er macht sich aber bemerkt. Ja. Das ist verrückt, oder? Ja. Da? Das ist schon. Das ist da hinten, das ist ja zwar Beton, aber das ist auch Marmor hier drin. Ja. Und da oben ist ja auch noch. Dieser Wildwuchs hier. Alles. Das ist alles hier zugewuchert und da hinten geht es ja auch noch ein bisschen weiter. Hier ist sogar noch eine Tafel. Ich weiß nicht, warum sie die so angebracht haben. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Das ist jetzt nur auf Spanisch und auf Englisch. Das war ein Spa-Hotel. Ein Spa-Hotel war das. Ich gehe mal ein bisschen weiter da hinten lang. Alles dicht gewuchert, aber hat einen Charme, einen Reiz, das hier zu erkunden. Das ist einfach nur schön. Ja, hier wollte ich jetzt nicht rüber gehen. Da hinten kann man oder konnte man wohl auch entlang gehen. Vielleicht kann man es auch jetzt sogar noch von einem anderen Weg aus. Ich möchte da jetzt auch gar nicht durchwarten. So, ich glaube, ich mache mal die Drohne fertig. Ja, leicht nass geschwitzt auf dem Weg jetzt in die andere Richtung. Jetzt wird es auch ein bisschen enger, glaube ich zumindest. Und wir schauen mal, was uns jetzt hier erwartet. Es haben wir jetzt viel gesehen, viel Wasser gesehen, dass hier Leute wohnen, haben wir gesehen, dass ja, die sich hier oben auch versorgen selber. Also von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass ja, wir jetzt so langsam in die richtige Richtung kommen.
So, ja. Hoffentlich ist er drauf, der kleine Frosch. Ich hoffe es jedenfalls. Hinter dem Blatt. Vielleicht muss ich auch, nein, nicht in die andere Richtung. Vielleicht ein bisschen tiefer. Und dann ein bisschen höher. Weiß ich nicht. Vielleicht ist er drauf. Ja. Nach wenigen Metern von unserem Ausgangspunkt entfernt haben wir das Lost Place, den Lost Place, wie auch immer, den verlassenen Ort erreicht. Ja, nachdem wir erst einmal eine Stunde in die falsche Richtung gelaufen sind. Aber gut, es war trotzdem sehr, sehr schön. Ja, und dazu muss ich jetzt Folgendes sagen. Das war einmal ein Kurhotel, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, mit Heilbädern. Und dort haben sie aber auch Pflege betrieben bzw. Heilung betrieben. Und deswegen habe ich dann mal irgendwann gesagt, das ist meinem Beruf ähnlich. Gut, die, ich sag mal, auffälligen Malereien, die darf man jetzt mal gerne übersehen. Dieses Dach da oben ist einsturzgefährdet. Und man muss halt auch ein bisschen gucken, das Tor da hinten ist geschlossen, was ich aber auch sehr gut finde, dass es vor Vandalismus geschützt ist, so mehr oder weniger. Und wir wollen jetzt mal versuchen, über dieses Lost Place, verlassenen Ort, ein bisschen drüber zu fliegen. Mal gucken, was es uns erwartet. Ihr werdet also nicht nur den Film hier von mir sehen, von der Realität heute am 11. Mai. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, diesen Ort zu finden. Ja, sondern auch Drohnenaufnahmen. So, jetzt bin ich doch ein ganz kleines bisschen dichter dran gekommen. Und zeige euch das nochmal. Ich glaube, hier weht ein bisschen viel Wind. Ich hoffe, das geht trotzdem. Das externe Mikrofon ist jetzt im Rucksack. Aber ich schaue mal, dass es hoffentlich trotzdem funktioniert. Und bis gleich. Also ich gehe davon mal aus, dass es hier dann auch hochging zum Hotel. Ich werde dort nicht hochgehen, einfach aus, Naturgründen, sage ich mal. Aber es liegt wirklich in einem fast Urwald, würde ich mal sagen, in einer tiefen Schlucht. Wie gesagt, wir haben sie gefunden. Da bin ich auch sehr froh drum, dass unser Ausflugsziel toll ist. Ja, und wie gesagt, ich gehe jetzt da auch wieder zurück. Ja, und hier auf dem Bild wird nochmal das Hotel gezeigt. Vielleicht noch von damals aus der Zeit, wo es gebaut wurde. So, nochmal ein kleines bisschen nach da oben. Dann seht ihr mal, wie tief wir hier unten sind. Ja, und jetzt werden Drohnenaufnahmen gemacht. Und ich glaube, wenn es denn geht, kann ich ja vielleicht mal auf den Bildschirm filmen. Ich schau mal. Ja, aber es blendet, glaube ich, ein bisschen. Ich muss mal versuchen. So sieht es denn doch von oben aus. Und schauen wir mal, was uns dann bei den Originalaufnahmen erwartet. Ja, hier so am Wasser, beziehungsweise mitten zwischen Schilf und Vegetation, befindet sich dieses ehemalige Kurhotel, Lost Place. Und ja, ist schon ganz spannend. Also auf die Drohnenaufnahmen könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und dann mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Stopp.